Oh, ja, gut. Wir müssen kurz ein bisschen umdisponieren. So. Hat er noch einen Kleiderladen? Souvenirladen geht doch immer. Und eine Bowling. Gut, dann gibt es keine Bowlingbahn. Ach so, ja, es kommt gleich mit dem Strom, keine Sorge. Das kommt schon noch. Wenn wir hier noch jetzt das Gehege hinbauen, ist es zwar nicht mehr so groß wie vorher, aber. Moment, das muss weg. Wieso klappt es denn nicht, wie ich will? Wir könnten hier noch eine. Nein. Aber hier könnten. Na. Mann, ich habe keine Ahnung. So, jetzt fangen wir nochmal da an, das Gehege zu bauen. Aber bevor wir das machen, tue ich noch das hier kurz hin. So. Moment, ah. Ernsthaft jetzt? Das müssen wir nachher auch irgendwo einbauen, nicht stimmt.
So, wow. Dieses Tool, ne? Ja, ist doch immer noch einigermaßen genug groß, ne? Jetzt brauchen wir noch ein Tor. Und dann können wir anfangen, wieder einzurichten. Verbaut, verbaut. Hier würde doch ein Stein hinpassen. Ja. Ich mag so Dekorationselemente. Ich will hier beim Baum. Dann nicht. Brauchen Baryonyx ein im Wasserfutterspender? Wenn ich könnte, würde ich diesen Auftrag selbst erfüllen. So gut ist er. War das zu üben? Ich will nicht. Ich. Dieser neue Auftrag wurde praktisch für eine Person mit ihren Talenten gemacht. Das geht, das kann ich wirklich machen. Ich muss eben die machen, bevor ich auf die neuen Inseln gehen kann. Also, wir brauchen Wasser. Sieht man da genug was? Ja. Sieht man auch da genug? Ja, sehr gut. Ich muss kurz gucken. Ja, sie brauchen Fisch. Aber gar kein Problem. Das haben wir zum Glück alles. Süß. Gut, dann können wir anfangen, ein bisschen zu dekorieren. Mit ein paar Steinchen hier. Da so. Ich mag sowas. Natürlich bekommen sie noch einen normalen Wald, aber aber ich wollte noch ein bisschen dekorieren. Sieht doch schön aus, nicht?
Ich finde, aus diesem Platz hier hinten haben wir richtig viel rausholen können. Das kommt noch. Wenn erstmal die Dinosaurier hier sind, dann wird's was. Gut, also. Dann machen wir hier mal Tor zu. Nein. Deswegen müssen die Struthios raus. Dafür schulde ich Ihnen was. Versprochen. Sehr gut, dann. Die Wahrheit ist, Dr. Wu und ich sind nicht immer einer Meinung. Das ist die Gelegenheit, ihn ein wenig aufzuweichen. Ich denke, wir sollten es versuchen. Das machen wir gleich. Gut, gut. Ich bin froh, dass Sie dabei sind. Dr. Wu führt irgendetwas im Schilde. Aber es hat keinen Sinn, ihn auszuquetschen. Er gibt ohnehin nichts preis. Also, lassen Sie uns unseren Weg weitergehen und sehen, wo er uns hinführt. Okay. Okay, ich würde gerne sagen, dass mir das gefällt. Aber ich tue es nicht. Dr. Wu will, dass wir ein paar Dinos erschaffen und auf eine Art unterbringen, die für die Tiere nicht optimal ist. Rexy. Er will sie absichtlich Stress aussetzen. Eine Art Test. Ich bin nicht sicher, ob Sie wissen, was Sie da tun. Aber diese Dinosaurier sind ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Ich fürchte, wir überschreiten eine rote Linie. Genau das machen wir, Kajal. Wissenschaft bedeutet nicht, dass man in der warmen Stube sitzen bleibt, sondern dass man sie zerstört. Sogar wenn Leben auf dem Spiel stehen? Das sind Tiere. Wir können neue erschaffen. Ich rede nicht von den Tieren. Moment mal, er hat sie beim Vornamen genannt? Kajal. Scheint was Ernstes zu sein. Ich kenne diesen Dr. Wu von Anfang an und ich denke, das Einzige, was noch gefährlicher und kaltblütiger ist als die Dinosaurier selbst, ist der Mann, der Hammett dabei geholfen hat, sie wieder zum Leben zu erwecken. Leute, Rexy. Okay, es bringt ja nichts. Rexy bekommt einen gebürtigen Nachfolger, ich sag's euch. Wir haben 42 Millionen. Rexy bekommt einen Nachfolger. Bevor wir jetzt irgendetwas anderes machen, Rexy bekommt einen Nachfolger. Also hier kommt es langsam. Ich muss mal kurz die Dilophosaurus und ein Velociraptor Genom finden. Stets ein Vergnügen, mit Ihnen zu arbeiten. Velociraptor. Nochmal ein Velociraptor. Das ist sehr gut, das ist auch gut, das ist auch sehr gut. Sehr gut. Wie geht's denn euch zwei?
gut einigermaßen. Sehr gut. Euch vier dann. Geht's auch sehr gut, das freut mich. Rexy. Nicht schlecht. Hier könnte ich ein bisschen so, bleiben wir bei 30. Okay, wir könnten eigentlich Rex hier auch noch, also dem Dinosaurier hier drin auch noch ein bisschen was Schönes hier hin tun. Ein paar Steinchen. Und Schattenplatz vielleicht. Die sind zu groß. So. Wir haben neue Fossilien. Wir müssen Platz schaffen, damit neue reinkommen können. Okay, wir müssen kurz warten. Sehr gut. Bald ist Rexy sein Nachfolger wieder bereit für das Ausbrüten. Guck mal, Gäste kommen ja schon langsam, ne? Wir haben unser Park in diesem Stream sehr schön bis jetzt schon einmal erweitert. Freut mich. Also, die sind einfach so groß. Nein, welcher Dino ist jetzt gestorben? Zur Abholung des Produkts unterwegs. Brauchen wieder mal ein paar neue Strutios. Wir könnten nachher, wenn wir ein neues Gehege bauen, hinten dann ein Metricanthosaurus erschaffen. Was? Und die Plodocus haben wir noch nicht mal? Also ein vollzähliges genommen? Wir brauchen aber Velociraptore. Und die Plodocus. Nochmal ein toter Dinosaurier.
Okay. Nein, ich will den nicht fliegen, halt! Wir brauchen kurz, bevor er ausrastet. Liebe Damen und Herren, das ist Rexy, sein Nachfolger. In Gedenken an Rexy. Ich hoffe, dir gefällt dein neues Gehege. Sie können uns dabei helfen. Nein, sollten. Okay. Hallo. Wir haben neue Fossilien. Seid vorsichtig mit dem Tyrannosaurus. Gott, das sieht nicht gut aus, wie er da liegt. Müssen gucken. Produkt unterwegs. So, Guys, wir tun mal kurz noch den Tyrannosaurus Rex in sein Gehege. Und dann mache ich Schluss für heute mit dem Stream. Mit dem, was Sie erreicht haben, können wir unsere Arbeit hier in der Wissenschaftsabteilung weiterentwickeln. Sehr gut. Hier kommt er. Geht's dir gut? Aggressives Dino-Lein. Ja, ich weiß, dir gefällt den Helikopter nicht, gell? Nachfolge von Rexy. So, danke, dass ihr alle dabei wart. Das war's mit dem Jurassic World Evolution Stream. Das wiederhole ich mir nochmal irgendwann mal. Und ja, habt noch einen schönen Tag, Abend. Ja. Ciao!